Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück wieder bei Yoshi's Island mit dem Daniel auf Bad Pokerface Gaming, heute mit Level 2,7. Und vielleicht kriege ich mal wieder 100% hingehen, das wäre cool. Lucky 2's hinterhalte ich. Warum immer Lucky 2? I don't like Lucky 2. So, aber ich habe ein Monster-Eye. Das klingt wie pervers. Ich habe ein Monster-Eye. Du erwischt mich nicht, mein Freund. So. Das ist ein Shy Guy in. Ein Shy Guy in Dick, die man so durch Hüpfen nicht ausschalten kann, sondern man muss sie richtig stampfen. So. Dam, dam, dam. Und man. Was war das? Ah! Eine Brücke. Alles klar. Und man merkt auch, wenn man. Man kann sie zwar schlucken. Oh, das gibt kein normales Ei, das gibt ein Riesenei. Wow. Yes. Alle erwischt. Sehr gut. Und sie sind auch etwas anders im Wurfverhalten. Also, sie sind kurze Reichweite, aber dafür ordentlich Durchschlagskraft. Also so ein bisschen Mörsermäßig. Und Lucky 2? Oh Gott, das ist nicht nur ein Lucky 2, das sind Milliarden. Tausende. Aber ich kann sie immerhin zu Eiern verarbeiten. So. Jetzt so quetschen. So, hab ich. Oh, alle. Hier kann ich sie alle mal ganz locker wegschnabulieren. Das ist schon mal gut. Da ist jetzt zwar ein Riesenei rausgefallen, aber egal. Da ist nix. Da ist der Schalüssel, den ich für da hinten brauche. Und da ist noch eine Wolke. Mit Sternen! Yay! So. Machen wir uns hier wieder durch. Und weichen diesem Lucky 2 nicht aus, sondern frühstücken ihn weg. Und das wird wahrscheinlich wieder ein super tolles Goldregen. Schnapp dir mehr Münzen als ein. Das kann ich! Das kann ich, das ist voll cool. Yes! Weil ich nämlich schweben kann und mit meiner Zunge voll toll Münzen fangen kann. Ja. Yoshi kann viele tolle Sachen mit seiner Zunge. Nein, lass mal das. Das würde zu eine Kategorie führen, die ich hier in einem Let's Play nicht anreißen möchte. Aua. Er ist so blöd, der. Ah, oh Mann, da rennt der in die falsche Richtung. Ich hab gewonnen! Awesome. So. Da, 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 da. Achso, einsammeln. So, haben wir das? Ich glaube, ich nehme mal den Dicken nämlich noch mit. Zip. Dann stampfen wir mal hier eben ein, weil ich habe die Vermutung, dass da irgendwas nicht Tolles drin ist. Ach, hier kann ich, so kann ich es auch ausschalten. Sehr gut. Die sind irgendwie lustig. Die sind voll lustig. Ja. Okay, also ich muss. Haha, Zielerfassung unterbrochen. So. Blume. Blume gut. Stampfen. Stampfen. Yes. Wenn man mittig ansetzt, kann man natürlich auch beide direkt runterhauen, was sehr gut ist. Wenn ich jetzt wüsste, wofür dieses Sprungpolster da ist. Das macht total keinen Sinn. Oha, da ist was. Das Coole ist auch, wenn man so ein Ei zum Visieren hat, so ein großes, dann kann man nicht mehr richtig laufen. Ruckelt man nur noch. Das ist so cool. So. Sterne, Sterne, Sterne. Überall Sterne. Meine Sterne. Nicht aufhören. So. Meine Sterne. Und da ist ein super Shy Guy. Und Giant Bullet Bills. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich da hoch? Ich will da hoch. Aber das geht nicht. Warum geht das? So, ich muss da hoch, weil da hinten war, glaube ich. Nee. Nee, da war ich ja vorhin.
Concentration, please. This was no good. So. Bullet Bills, bitte. Ah, ich finde die Bullet Bills hier finde ich irgendwie voll brutaler als sie in den. Uah. Ey, ja toll, wie soll ich denn da jetzt drankommen? Ja. Tolle Wurst. Ja, willkommen zum Fail des Jahrtausends. Ja. Das ist ein Levelbreaker. Warum macht man sowas? Vor allem von... Also ein Gamebreaker. Warum habe ich den gerade nicht einfach so geschluckt? Das macht alles keinen Sinn. Immerhin habe ich noch die Sachen. Ja. Oder ich hätte ganz einfach... Boah, ich bin so blind. Ich bin so blind. War dieses Sprungbrett gerade schon da? Dieser Sprungball? Wenn, dann tut mir diese ganze Aktion gerade höllisch leid, weil das einfach nur dumm war. Oh Gott. Warum nehme ich... Warum habe ich nicht einfach dieses... Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. So. Und wir stampfen immer zu. Ich kann auch durchschalten, genau. Yes, ich erziele Sterne. Awesome, awesome, awesome. Und der kriegt einen direkt auf den Kopf. So. Wir sind auch wieder auf dem guten Weg. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bin ich hier, jetzt bin ich auf der anderen Seite der Bullet Bill Generator. Alles klar. Das hat's jetzt awesome vollgebracht. Es ist kein Autoscroll, das ist schön. Aber ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil ich nicht weiß, welche Steinblöcke fallen und welche nicht. Oh, das war gut. Das war leicht cool, muss ich sagen. Dann bin ich schwer begeistert. Oh, schwer begeistert von mir. Und Leben. Yay. Es läuft doch. Manchmal funktioniert auch was. So, hier jede Menge zum Stampfen. Und die Blume, da kommt jetzt eh auf keinen guten Zweig mehr, wo ich hier alles einstampf. Hier ist rote Münche. Und weiter geht's. Ach ja, ich stampfe den ganzen Tag. Diese Wolke da ist irgendwie verdächtig. Ich wollte sagen kriminell. Da hätte ich kriminell, da hätte ich der Wolke wahrscheinlich unrecht mitgetan. So. Jetzt machen wir hier direkt weiter. Hier ist jede Menge Stampfbares. So. Und man sollte auch treffen. Wenn man Sachen trifft, macht's. Okay, das war eigentlich gar nicht mal so gut. Ja. Alles meine Sterne. Leave my stars alone. So. Dancing with the stars. So. Dum, 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 dum. Bestimmt ist da unten was. Awesome. So, warum dieser Treffer jetzt gerade nicht gegolten hat, ist mir ein schieres Rätsel. Was war denn da? Da oben war was. Rechts. Ha! Wusste ich doch, dass diese Wolke irgendwie verdächtig aussieht. Okay, okay, okay. So, ich stampfe nochmal hier eben. Alles klar, hier stampft das Ganze, das stampft auch alles runter. Weil ich es kann. Oh, sorry, da bin ich im Mikrofon hängen geblieben. Tut mir leid für diese Störgeräusche. Und stapf, und stapf, und stapf,
Da muss doch was Tolles unten drin sein. Ja, eine rote Münze. Jetzt nichts wahnsinnig Tolles. Boah, ich hasse diese Fliegeviecher mit den roten Münzen, finde ich voll doof. Weil da fühlt man sich immer so unter Druck gesetzt. So. 30 Sterne, das ist sehr gut. Hier munitionieren wir mal eben schnell. Uff. Schön. Und das waren, glaube ich, alle roten Münzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gehst du weg, gehst du weg. Gehst du weg, Lucky Two. Du kleiner Drecksack. Okay. Warum ist hier nichts Tolles? Das sind jede Menge von diesen Wölkchen. Aber, Shit, 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 shit. Wow. Wow. Hup, erwischt. Oh. Okay, hier kann ich auch hüpfen. Daneben, Lucky Two. Was kannst du eigentlich? Gar nichts Ganze. Ja, ich mampf hier alles auf. Jetzt fehlen wir. Jetzt brauche ich natürlich noch eine Münze. Eine Münze, sei schon. Ein Stern oder zwei? So. Das machen wir ganz einfach. Indem der Lucky Two jetzt ein großes Ei auf den Kopf kriegt. Und dann renne ich hier mal ganz schnell raus, bevor das noch schief geht. So. Und dieses Level hat auch schon wieder ausgeartet. Mittelpunkt! Ich habe schon 12 Minuten auf dem Tacho. Was geht? Ja, so. Heizer Yoshi und so. Yes. Jo, cool. Ich kann mich groß machen. Voll geil. Und ich liebe diese Motorgeräusche. Also ich glaube, das Ding brauchen wir mal eben. Wow. Oh, ist da hinten irgendwas? Da hinten war was. So. What's here? Okay. Jetzt ist die Frage, war das so super gut, dass ich mich jetzt... Oh! Alles klar. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Jede Menge Münzen und Leben. Boah Gott, Leben ohne Ende. Awesome. Awesome. So, und dann gehen wir nochmal eben schnell. Okay. Durch komme ich hier auch nicht mehr. Egal. Mir fehlt. Warum fehlt mir jetzt. Ja, es ist doof. Egal. Mir fehlt wieder eine Blume. Egal, scheiß drauf. Gibt eh kein Bonusspiel. War klar. Nintendo hasst mich. Bitches. So. Nintendo kann mich nicht leiden. Deswegen fehlt mir auch eine Blume. Egal. Wie gesagt, offscreen 100%. Ich zeige euch die Bonuslevel. Keine Panik. Und im nächsten Level, in der nächsten Folge, prügeln wir uns durch das Schloss der Welt 2. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ich schalte beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.